So, ich bin jetzt mal in einer ganz schönen Gegend. Ich zeige euch das mal. Und werde jetzt hier mal so ein bisschen mit dem Leihhund spazieren gehen, der irgendwie verschwunden ist. Der ist wahrscheinlich schon im Wasser. Gleich hört das Wasser rauschen. Ich bin hier im Taunus unterwegs. Ich gehe jetzt mal Richtung, der Hund ist weg, Richtung Königstein. Heute ist Sonntag. Es ist April. Man sollte nicht meinen, was das für ein geiles, geiles Wetter ist. Ja, so. Und man kommt sich jetzt so ein bisschen vor wie im Hochsommer. Aber es ist erst April. Das darf man nicht vergessen. Ich bin eben an einem riesigen Rapsfeld vorbeigefahren. Das ist ein Wahnsinn. Das ist immer wieder, jedes Jahr. Also eine Überraschung mit der Natur, wie alles erwacht und in Saft und Kraft steht. Und wir uns darüber freuen und so das Gefühl haben, als wäre es einmalig oder erstmalig. Ich habe gedacht, ich gehe mal morgens. Aber denkst du, sind schon ein Haufen Leute unterwegs. Und es gibt schon Stände mit frischem Spargel und Erdbeeren. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Spargelanstieg oder war der schon? Ist der im April? Ja stimmt, der ist im April. Es gibt schon Spargel. Aber Erdbeeren? Na gut. Es ist kaum zu glauben. Ich bin jetzt ein paar Minuten unterwegs und es ist so heiß. Also ich komme mir vor wie in Tropen. Ich muss mich jetzt ausziehen und laufe jetzt hier mit dem Unterhemd lang. Den Hund habe ich wieder eingefangen. Also, ja, ich glaube, viele meiner Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen können das vielleicht nachvollziehen, sind vielleicht auch getrennt leben oder das wurde das dritte Mal verheiratet oder es wurde das dritte Mal eine feste Beziehung, egal welches Alter man hat. Und also ich glaube, für Frauen sind Trennungen einfach ab einem gewissen Alter, 50 plus, schwieriger, glaube ich. Wir brauchen uns nicht zu überlegen, alles wird besser. Es wird nichts mehr besser, auch wenn wir jetzt vielleicht frei sind. Es wird nichts besser, Ladies. Es wird alles beschissener. Egal was, die Gesundheit, der Körper, die Chancen, so eine Serie herausbringen, über Single sein. Wie das ist, als Frau mit 50 plus plötzlich dazustehen in dieser Gesellschaft, uns geht es ja sehr gut im wohlhabenden Deutschland, in dieser Gesellschaft auf einmal ohne Mann zu sein. So, ist ja kein Verbrechen, aber was mich interessiert, wie fühlt man sich als Frau? Ich weiß nur, wie ich mich fühle. Und das geht mal hoch und mal runter. Mal fühle ich mich toll. Mal fühle ich mich so lala, mal fühle ich mich... Ich bin jetzt sehr ehrlich zu euch und ich hoffe, dass ihr das richtig einordnen könnt. Und vielleicht findet sich hier so eine Community von Frauen, von Gleichgesinnten. Es kommt wieder ein Fahrradfahrer. Das würde mich sehr freuen. Ich fände das richtig cool. Wenn wir so, also Altersbeschränkung gibt es nicht, egal. Es gibt ja auch 30-jährige Frauen, die plötzlich alleine dastehen mit ihren Kindern und nicht wissen, was denn jetzt. So, ich bin ziemlich aus der Puste, weil es im Taunus geht es immer ein bisschen hoch und runter. Das ist nicht so glatt wie im Norden, im nordischen Land. Ich werde mir, glaube ich, dieses Thema annehmen. Ich finde das cool. Kosmetik und ein bisschen dieses Wechseljahre und dieses Frausein eben.